Immer wieder gibt es anwendungsorientierte Beispiele, in denen du die Bedeutung der Steigung angeben sollst. Und zwar immer im Zusammenhang mit dem Aufgabentext des Beispiels. Und ich möchte das anhand von einigen besonderen Aufgaben hier erklären. Sehr oft hat man ein Zeit-Wegdiagramm gegeben. Also hier auf der ersten Achse die Zeit, bei meinem Beispiel hier Sekunden, und auf der zweiten Achse den Weg, den zurückgelegten Weg, in meinem Beispiel hier in Metern. Und die Frage, die dann immer wieder auftaucht, beziehungsweise auch gestellt wird, was bedeutet jetzt eigentlich die Steigung einer Tangente oder einer Sekante im Sachzusammenhang mit diesem Beispiel? Das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Schauen wir uns vielleicht einmal eine Sekante an. Bei dieser Gelegenheit zeige ich gleich, wie man in GeoGebra Punkte auf einem Graphen bildet, bei denen man die x-Koordinate, oder hier müsste man sagen die erste Koordinate, weil sie eine t-Koordinate ist, vorgegeben hat. Man gibt einen Punkt in Großbuchstaben ein, also groß A, dann kommt unbedingt ein ist gleich, Klammer auf. Und angenommen, ich möchte jetzt an der Stelle 0,5 einen Punkt haben, der auf jeden Fall hier auf dem Graphen liegt. Nun, dann gebe ich 0,5, also 0,5, als x-Koordinate ein. Und die y-Koordinate ist dann der Funktionswert. Also normalerweise würden wir jetzt sagen f von 0,5. Nur unsere Funktion heißt halt nicht f, sondern s. Also gebe ich als y-Koordinate ein s von 0,5. Und wenn ich da jetzt bestätige, bekomme ich einen Punkt A, der ganz sicher auf der Kurve liegt, weil ich habe ja die zweite Koordinate mit Hilfe dieser Funktion hier ausgerechnet. Diese Funktion, die ursprüngliche Funktion, die in der Angabe steht, gibt ja immer diese zweite Koordinate hier aus. Jo, und jetzt mache ich dasselbe an der Stelle 2,5 Sekunden, also ich nehme einen Punkt groß B. Der hat die erste Koordinate 2,5 und die zweite Koordinate ist dann eben s von 2,5. Gut, hier der Punkt B. Und die Steigung durch diese beiden Punkte, ich nehme hier dieses Werkzeug, Steigung durch A und B, kann ich ja fast hier schon ablesen. Ich mache hier einen Rechtsklick auf die Formel. Nehme y ist gleich kx plus d und mein k ist ja hier die Steigung. Also 1,14. Ja, aber die Frage ist ja, was bedeutet jetzt diese Steigung im Zusammenhang mit dieser Zeitwegfunktion? Und da erinnert man sich jetzt, wie man die Steigung ausgerechnet hat. Die Steigung war doch immer Delta y durch Delta x. Oder bei unserem Beispiel, das heißt ja jetzt nicht y und x, Delta S durch Delta T. Auf dieser Achse ist der S, also der Weg, und auf dieser Achse ist der T, also die Zeit. Naja, Weg durch Zeit, das ist ja die Geschwindigkeit. Und damit haben wir die Bedeutung der Steigung anhand von diesem Beispiel erklärt. Die Steigung gibt die, in diesem Fall, weil sie ja zwei Punkte ist, durchschnittliche Geschwindigkeit zwischen diesen zwei Zeitpunkten 0,5 und 2,5 an. Die Steigung ist hier eine durchschnittliche Geschwindigkeit. Und wenn man die Einheit gleich dazu haben will, dann überlege ich mir, okay, ich habe hier Meter, ich habe hier Sekunden und ich dividiere immer die zweite Achse durch die erste. Deswegen bekomme ich die Geschwindigkeit in Meter durch Sekunde oder wie man eigentlich normalerweise sagt, Meter pro Sekunde. Und genau dasselbe funktioniert auch mit einer momentanen Steigung. Also ich gebe mal den Punkt B hier weg, ich gebe mal diese Sekante hier weg. Na, hoppla, Sekante ist hier. So. Ja, und jetzt möchte ich die Steigung der Tangente im Punkt A, da suche ich mir das Tangentenwerkzeug, das habe ich, nein, hier nicht. Aber hier, Tangenten,
Wenn ich nicht genau weiß, was dieses Werkzeug macht, fahre ich mit der Maus drüber und da steht, wählen Sie einen Punkt oder eine Gerade und eine, oder eine, und eine Funktion. Also einen Punkt und eine Funktion. Also ich sage, ich möchte im Punkt A die Tangente an die Kurve S. Und schon wird die Tangente gezeichnet. Die Tangente heißt G und ich kriege sie auch gleich in der richtigen Form angezeigt. Die Steigung hier ist 0,74, kann ich ablesen. Und damit weiß ich, die momentane Geschwindigkeit, es ist ja nach wie vor die Geschwindigkeit, also zweite Achse durch erste Achse, die momentane Geschwindigkeit an im Zeitpunkt 0,5 Sekunden oder 0,5 Sekunden nach dem Start, die momentane Geschwindigkeit ist 0,74 Meter pro Sekunde. Und das funktioniert immer. Also man muss immer nur die zweite Achse durch die erste Achse dividieren und dann weiß man, was die Steigung bedeutet. Bei einer Steigung zwischen zwei Punkten ist es halt eine ein Durchschnittswert. Und wenn ich einen Punkt habe, also so wie hier die erste Ableitung wäre ja das an einem Punkt, die Tangentensteigung, dann ist es ein momentaner Wert an einer bestimmten Stelle oder so wie hier zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also merken, zweite Achse durch erste Achse ist die Steigung.